So, sorry für die nochmalige Unterbrechung. Wir haben tatsächlich wohl einen Wasserrohrbruch im Haus und das ist dann immer, ja, etwas schwierig, könnte man sagen. Zumal sie dann bei mir in der Wohnung durch die Wand müssen. Also ich bin selbst nicht davon betroffen, aber das ist wohl irgendwie bei mir hinter der Wand, wo sie da ran müssen. Und da muss ich jetzt kurz was abklären. Ein Walfisch. Nice. So, da unten haben wir jetzt offensichtlich, so wie es aussieht, nur eine Höhle. Oder ist hier noch was anderes? Ich meine, cool aussehen tut es auf jeden Fall. Hier ist auch ein... Hier ist auch eine Behausung. Und hier ist eine Prüfung, Merlins, okay. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Eine Prüfung? Wer hätte es gedacht? Was müssen wir hier machen, ist die Frage. Was für eine Prüfung ist das? Okay, man sieht bisher absolut nicht was... Doch, es ist eine Sprungprüfung. Oh nein. Oh nein. Okay. Wie sehr können wir die Prüfung cheaten? Können wir sie komplett cheaten? Nein! Bisschen weiter hoch. Ich will absteigen. Auch eine Sache, die man einem Fußballclub noch nie hat sagen hören. Ich will absteigen! Oh, Gott sei Dank. Hätte ja auch sein können, dass da jetzt sonst was passiert. Aber das tut es nicht. Okay, also, was haben wir denn generell hier noch zu finden jetzt? Wir haben die Sammlungstruhen, wir haben die Handbuchseiten, wir haben noch zwei Prüfungen Merlins, wir haben einen Ort alter Magie und eine Demigeist-Statue. Die Demigeist-Statue, oh, ist offensichtlich auch hier. Na, die holen wir uns selbstverständlich. Was haben Sie jetzt vor? Ich habe vor, mir die Demigeist-Statue zu holen. Ist das so schwer zu glauben? Revelio. Ups. Wir müssen nur erstmal herausfinden, wo die stecken könnte. In dem Haus ist noch was. Und da drüben ist, glaube ich, auch noch was. Ach, hier war es doch, wo wir den Gegenstand nicht mehr aufsammeln konnten. Demigeist da oben. Ne, aber hier wird aber nichts angezeigt. Da ist der Demigeist. Here he is. Ich wollte gerade sagen, wie kommt man denn hier nach oben? Du gehörst mir, Demigeist. Tadam! Auch wenn man die, wie gesagt, eigentlich nur noch für Completionist-Gründen sammelt. Denn für die Quest an sich, die es ja nicht mehr gibt, bringt das uns keinen Vorteil. Okay, der Ort alter Magie ist dann hier. Hier könnte noch eine Prüfung Merlins sein auf dem Weg dahin. Würde ich fast annehmen, dass das so ist. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Jetzt kannst du dich nirgends mehr verstecken! Na, wird da schon was angezeigt? Noch nicht. Hier
Hier ist tatsächlich ein Händler. Okay, ansonsten nichts. Hier oben könnte aber auch noch was sein, sehe ich gerade. Das gucken wir uns gleich einfach an. So, der Ort alter Magie ist... hier. Yes. Lass mich raten, wir müssen nach oben. Ah! Moment, war das so falsch? Ja, schon. So, da haben wir schon mal den ersten. So, jetzt könnte man da hoch. Die Frage ist, will man da hoch? Hi, Aschwinder. Ups. Vielleicht solltest du aufgeben, Legioso. Warum denn? Du bist eh fast tot. Wo sind denn jetzt aber hier... Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Alter, so viele wie wir von denen jetzt mittlerweile gekillt haben, musst du gar nichts. Ach, wir müssen von außen daran. Guck mal. Und da oben waren wir doch eben. Warum habe ich denn da nichts gesehen? Fragen über Fragen. Komm, trink! Ist hier eine Höhle? Jo. Ja, ganz ehrlich, wenn wir schon mal hier sind, dann kann man auch mal reingehen. Ein Luxushausmantel. Klar, würde man auch in so einer verflohten Spinnenhöhle erwarten. Da ist auch nichts. Also von denen müssten eigentlich mindestens noch zwei irgendwo herumhängen. Ah, da. Meistens sind es ja eher fünf. Ja, nicht runterfallen, ne? Ganz vorsichtig. Ah. Einer fehlt trotzdem noch. Wie hier einfach eine unsichtbare Wand ist. Da ist noch einer. Okay, okay. Ja, so schlecht versteckt ist der jetzt nicht, ne? Yes. Erledigt. Okay, dann würde ich sagen, benutzen wir doch mal unsere Flugkünste, um hier hinzukommen. Ich finde halt immer, das grenzt ein bisschen an Cheating. Wenn man den Besen dafür nutzt, aber... es ist halt einfacher. Warum sollte man es nicht tun? Schade, dass niemand dein Cheaten gesehen hat. Also ich finde das peinlich. So,
Als nächstes werden wir jetzt, glaube ich, noch einmal zurückgehen. Ich wollte mir das hier mal angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch eine Prüfung Merlins ist oder irgendwas Relevantes. Ja, das würde ich mir dann schon gerne ansehen. Ja. Wir hatten den richtigen Riecher. Und das ist wieder ein Ort mit Schmetterling. Mit wunderschönen kleinen Schmetterlingen. Die hier direkt auch in der Nähe sind. Das ist ungewöhnlich. Da vorne sind die letzten. Aber wo ist der Ort, wo sie... Da. Wunderschön. Hier könnte auch noch was sein, aber damit dürften wir in dem Gebiet jetzt zumindest, wenn wir jetzt mal rauszoomen, dann sehen wir hier, wir haben alles gefunden in diesem Gebiet, Crackcroftshire. Dann kann da ja eigentlich doch nichts mehr sein. Nö, dann ist da auch nichts. Okay, wir haben ansonsten noch hier oben... Hier haben wir noch Quests und hier haben wir auch eine Quest, die Rettung von Rokoko und hier... Küste von Crackcroft, okay. Na, dann gehen wir erstmal dahin. Und machen diese Quest, die wir da jetzt noch sehen. Auch wieder so viele Sammlungstruhen, das ist ja Wahnsinn. Alohomora. Da wollen sie uns jetzt noch richtig mit verwöhnen. Jobbernoll-Statue. Revelio. Das ist ein Pergament. Tagebucheintrag von einem Mitglied der Aschwinderin. Es ist jetzt 2 Wochen her, dass Rookwood mich in dieses verfluchte Anwesen verbannt hat, um als Wachposten zu fungieren. Ich glaube, das soll irgendeine Art von Bestrafung sein. Warum sonst sollte er mich beauftragen, nur mit den Toten als Gesellschaft dieses öde Dorf zu überwachen? Seit meiner Ankunft ist es mir nicht gelungen, den Dunst zu beseitigen, der in den Räumen dieser zu groß geratenen Hütte liegt. Am schlimmsten ist der Keller, er ist voller Leichen. Sie waren mindestens 1 Jahr lang hier eingeschlossen, aber seltsamerweise sind sie nicht verwest. Wie sie gestorben sind, weiß ich nicht, aber je mehr Zeit ich an diesem Ort verbringe, desto seltsamer fühle ich mich. Verkommenheit schleicht sich in meinen Geist. Mehr als einmal habe ich mit dem Gedanken gespielt, schwarze Magie anzuwenden, um die Körper im Keller zum Leben zu erwecken, um Gesellschaft zu haben oder zu meinem Vergnügen. Vielleicht sollte ich mich jetzt zurückziehen, um darüber nachzudenken. Vielleicht bin ich nicht mehr lange alleine. Oh oh. Das klingt auf jeden Fall nicht so, als wäre sie lange alleine gewesen. Und vielleicht war das auch die letzte Sache, die man jemals von ihr gehört hat. Möglich wäre das. Alohomora. Eine meiner leichtesten Übungen da. Yeah. Nom, 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 nom. Ach du meine Güte. Ja, die haben ja offenbar verschiedene Effekte, diese Sachen, die man da essen kann. Im Keller, ne? Ah ne, hier. Warum tue ich es schon wieder?
Das ist keine gute Idee. Oh, sah tatsächlich so aus, als hätte hier ein Keller sein können, aber es ist keiner da. Okay, was für eine Aufgabe erwartet uns hier wohl? In Baneburg. Oder Baneborough. Er wurde nicht entführt oder gegessen. Hallo, Madame. Wie geht es Ihnen? Ich bin außer mir, seit Rococo davongelaufen ist. Mein geliebter Niffler. Oh nein. Tut mir leid, das zu hören. Es tut mir leid, dass Ihr Haustier vermisst wird. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen. Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein, hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rococo weg. Ich mache mir solche Sorgen, aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist, ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Glücklicherweise bist du auf mich gestoßen und wir klären deine Sache. Warum hatte Henrietta das Bedürfnis, ihr Haus so zu schützen? Henrietta war eine Baroness, die reich heiratete. Mehrere Male. Ihr unermesslicher Reichtum brachte ihr ein Leben voller Argwohn und Vereinsamung ein. Je mehr Reichtümer sie anhäufte, desto mehr fürchtete sie, sie zu verlieren. Daher auch die schrecklichen Fallen im ganzen Versteck. Nicht mal ihre Familie war willens, sie zu entfernen, um an ihr Vermögen zu kommen. Oh Mann, warum suchen sie ihn nicht selbst? Na, das hat sie ja gerade erklärt, weil sie Angst hat. Warum holen sie Rococo nicht selbst zurück? Henriettas Versteck ist an sich schon heimtückisch genug, wenn dann noch diese Erschwinderinnen dazukommen. Ich liebe Rococo, aber mein Leben liebe ich noch mehr. Okay, dann kümmern wir uns drum. Ich werde nach Rococo suchen. Oh, das ist wirklich lieb. Aber bleiben Sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Am besten mit Henriettas Schätzen. Sie hat sicher nichts mehr dagegen. Ich sollte jetzt gehen. Vielen Dank. Ich finde es komisch, dass die alle sagen, ja, das ist viel zu gefährlich für sie. Denn eigentlich müssten sie doch mittlerweile von unserem Ruf gehört haben, oder? Hier hinten ist das. Ach du meine Güte. Dieses Versteck klingt interessant. Das sollte ich mir ansehen. Ja, finde ich auch. Für Rococo. Finde Henriettas Versteck. In der Gegend waren wir ja sogar auch noch gar nicht, an dem Zipfel. Unterstellt mir was! Contango! Vermaledeite in Feri. Meine Güte, müsst ihr immer so einen Radau machen, das erträgt ja keiner. Da. Binden 1. Alles klar. Ja, im Vorbeigehen quasi jetzt erstmal nochmal wieder so ein Banditenlager erledigt. Ja. Oh, welch angenehme Überraschung. Und von irgendwoher kommt dann immer eine Prüfung Merlins daher. Ah, wir dürfen wieder was drehen, Freunde. Da haben wir aber nicht den richtigen Zauber zu. Das war falsch. Welchen Zauber brauchen wir da nochmal? Das war hier der, ne? Flipendo. Flipendo!
müssen wir jetzt einmal so drehen. Zweimal müssen wir es so drehen. Ne, wobei, das war schon richtig. Warte mal, so. Und dann einfach von hier aus zweimal drehen. Ah. Wo sind die Nächsten? Bringt sie mir. Ich bin niemals müde, diese Art von Rätsel zu erledigen. Da oben. Da vorne ist der letzte. Wupp. Na toll. Es ist alles gleich. Ich befürchte, das kommt nicht ganz hin, ne? Ha! Mehrdienstprüfungen kriegen mich nicht klein. Wie auch? Die sind für Grundschüler gestaltet. Wir sind da schon ein bisschen weiter eigentlich. So, hier haben wir zwei von denen. Schnell durch! Das ha. Wollte ich untersuchen. So eine Art von Quest hatten wir doch auch schon, ne? Accion! Wingardium Leviosa! Ja, und der soll jetzt einfach hier oben rauf, ne? Wobei er eventuell noch gedreht werden muss, ne? Warte mal, der zeigt nach da, der zeigt nach oben. Dann wird er wahrscheinlich nach unten zeigen müssen, ne? So. Na, schon gedreht. Ein wenig. Nein! Herrschaftszeit nochmal. Boah, der dreht sich fast selbst auf die Seite. So. Und so muss der jetzt da drauf. Nein! Oder doch? Ups. Eventuell bin ich etwas eskaliert. Okay, das ist krass. Er muss da so rauf. Warum dreht er den denn immer wieder? So. Und so bleibst du jetzt. Wenn sich die Tür jetzt nicht geöffnet hätte, wäre ich durchgedreht. Das hätte aber auch nicht sein können. Das hätte ich nicht akzeptiert. So, dann haben wir das auch fertig. Okay, nice. Wo genau sind wir jetzt?
Da ist auch noch ein Banditenlager. Also ganz ehrlich, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir ja auch alles erledigen, was da auf dem Weg ist. Zu dem Versteck. Und Banditenlager sind ja jetzt wirklich nichts mehr, wo wir Angst vorhaben müssen. Tschüss. Moment, das war's schon? Wow. Sie wollen sich mittlerweile nicht mal mehr Mühe geben mit den Banditenlagern. Das ist ja eine Frechheit. Vielleicht weiß diese Prüfung Merlins mich aufzumuntern. Ich frag mich, wie viel Malvenkraut wir noch haben. So viele Prüfungen, wie wir hier rum aktivieren. So, wo musst du denn hin? Musst du nach oben? Oh Gott, ich glaube, er muss tatsächlich nach oben. Volle Kraft! Es wird schwer und steinig werden, aber wir werden es gemeinsam schaffen. Tatsache. Ach, ich weiß nicht, ich mag diese Prüfungen einfach. Da oben haben wir auch noch Ballons. Ballons müssen wir generell noch ziemlich viele sogar erledigen. Und da ist auch eine Landeplattform, sehe ich gerade. Davon fehlen nicht mehr so viele. Und bumm. Da ist noch einer. Nein. Es hätte perfekt sein können. Es hätte so perfekt sein können. Hier könnte... Das wäre so ein perfekter Ort für so ein Astronomie-Altar hier eigentlich. Aber dann war hier doch keiner. Und hier unten? Ist hier noch irgendwas? Eine Höhle. Ein Bau. Wir drehen bei. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ich auch. Es sind wieder ein paar Schmetterlinge unterwegs. Hier sind sogar schon die ersten. Na Mensch. Follow the light. Da sind die anderen beiden, aber wo sind die Schmetterlinge? Da hinten. Ah ne, das sind die, die wir schon kennen. Wo sind die Schmetterlinge? Seriously, wo sind die? Sind die unten am Strand? Ach. Lumos. Komm mit. Ihr müsst mir jetzt vertrauen. Aber wo sind denn jetzt die letzten? Die müssen wirklich gut versteckt sein.
nichts. Da auch nicht. Die können ja eigentlich auch nicht so weit weg sein. Die Prüfungen sind lokal immer sehr, sehr nah bei... Aha. Konfrigo. Lumos. Lumos vertreibt auch diese Ranken, dann passt es ja wieder ganz gut. So, jetzt müssen wir auch hier wieder... einmal hier hoch. Lumos. Kommt mit. Ich bringe euch zu eurem neuen Zuhause. Tadadam. Ah, hier sind Kühe. Hallo. Schön, euch zu treffen, Mr. Rind. Das klingt seltsam. Aber ich bin mir sicher, dass das sein Name ist. Ja, absolut. So, hier haben wir jetzt also das Versteck von Henrietta. Und wir sehen... Das muss das Schloss sein, wo Miss Coffee Sniffler weggerannt ist. Wie komme einen ich Troll. Tot. Und wir sehen auch einen Astronomiealtar. Zweifellos schon lange verlassen. Dunstan Trinity. Dünnen wir ein wenig ihre Reihen aus. Los, Dunstan! Tanz für mich! Und tot war er. Keine Chance! Keine Chance, sagt er zu mir. Ich habe da ein bisschen andere Vorstellung von Chance haben. Wer schießt auf mich? Du! Das ist ja nahezu frevelhaft. Diesen Astronomiealtar muss ich bei Dunkelheit verwenden. Wir müssen vor allem erstmal irgendwie den Niffler finden. Ist der hier oben vielleicht?